Die Kassen klingeln bei Siemens. Der Konzern hat seinen Anteil am Joint Venture Nokia Siemens Network, kurz NSN, versilbert. Siemens verkauft seine 50% an den Partner Nokia. Die Finnen zahlen dafür 1,7 Milliarden Euro. 1,2 Milliarden erhält Siemens in bar. Die restlichen 500 Millionen sind in einem einjährigen Darlehen enthalten, das Siemens Nokia gewährt. Der Siemens-Vorstand begründet das Geschäft mit der geplanten Fokussierung auf das Kerngeschäft. Sprich, der Konzern will sich auf die Sparten Energie, Industrie, Infrastruktur und Gesundheit konzentrieren. Das Kommunikationsunternehmen NSN passt seit längerem nicht mehr in die Vorstellungen von Siemens. Ohnehin soll der Konzernumbau noch weitergehen. Das bedeutet auch den Abbau von Arbeitsplätzen. Laut Medienberichten will Siemens in der Energiesparte 1700 Stellen streichen. Das wären 600 Jobs mehr als bisher gedacht. Siemens-Chef Peter Löscher hatte im vergangenen Jahr ein großes Sparpaket angekündigt. So sollen die jährlichen Kosten bis 2014 um 6 Milliarden Euro gedrückt werden. Die meisten Analysten sind zuletzt optimistischer geworden. Nomura hat die Einschätzung von neutral in kaufen geändert. Das Kursziel hat die japanische Bank von 85 auf 95 Euro angehoben. Noch positiver beurteilt die Citigroup die Lage. Die Analysten sehen derzeit einen fairen Wert von 100 Euro für die Siemens-Aktie. Mit dem geplanten Konzernumbau ist Siemens auf alle Fälle einen wichtigen Schritt vorangekommen. Die Kassen könnten auch in Zukunft weiter klingeln.